Die Lage ist ernst, amigo. Dunkle Wolken sind in den letzten Dekaden aufgezogen. Grausame und boshafte zivilisatorische Einflüsse bedrohen unsere Männlichkeit. Jeder einzelne Tag kann der letzte sein. Der letzte, nicht nur für unsere fulminante Kraft und Ausdauer im Bett, sondern auch der letzte für unsere zur Reproduktion fähigen Spermien. Ist die Situation wirklich so dramatisch? Wenn man einigen führenden Wissenschaftlern aus dem Bereich der Epidemiologie Glauben schenkt, dann schon. Vor ein paar Tagen sah ich den Beitrag einer renommierten Professorin für Umweltmedizin und Gesundheitswesen, nachdem Männer bis zum Jahr 2045 komplett steril geworden sein könnten. Die Medizinerin stellte unter anderem fest, dass sich die Spermienanzahl des männlichen Ejakulats seit 1973 mehr als halbiert hat und auch die Beweglichkeit der Spermien rapide gesunken ist. Verantwortlich dafür sei die massive Anreicherung von Chemikalien, die als sogenannte Xenohormone bzw. endokrine Disruptoren bekannt sind und die Testosteronproduktion sowie damit verbunden auch die Fruchtbarkeit in den Keller bringen. Betroffen sind hier auch Frauen, welche die Umwelthormone über Kosmetik und Synthetikprodukte aufnehmen und an den Mann bzw. Folgegenerationen weitergeben. Großen Einfluss auf die Störung des hormonellen Gleichgewichts sollen hier besonders Kunststoffe aus der Ernährung, Chemie in der Kleidung, zum Beispiel Polyester und Viskose, und nicht zuletzt Mikroplastik aus der Verpackungsindustrie sowie Kosmetik haben. In einer anderen Studie habe ich mal gelesen, dass wir pro Woche ganze 5 Gramm Plastik in unseren Körper aufnehmen. Das ist das Gewicht einer Kreditkarte. Um es auf den Punkt zu bringen, hormonaktive Substanzen aus der Industrie, denen wir tagtäglich massiv ausgesetzt sind, haben gewaltig schädigenden Einfluss auf unsere sexuelle Gesundheit. Und es gibt wohl kaum noch einen Wissenschaftler, der das leugnet.